Da sind wir doch wieder zurück, meine Lieben. Letzte Runde für heute, dritte Runde für heute. Wir spielen immer noch Ghostwire Tokyo und stehen vor diesem wunderschönen Schrein. Haben gerade so einen Zettel inhaliert. Wie wir den benutzen, wissen wir noch nicht, aber das werden wir noch rausfinden. Und machen dann jetzt weiter. Geh auf die Kagiri-Aussichtsplattform. Ja, ich hoffe, ihr habt euch mit Getränken und ja, bitte lasst mich auf die Uni gehen, Geistermann. Also, ich kann das jetzt nicht entscheiden, ob er auf der Uni darfst oder nicht. Das ist jetzt nicht in meiner... Liegt nicht in meiner... Oh. Probier einen dieser Talismane aus. Ah, guck mal, da lernen wir das. Talisman wechseln. F. Talisman benutzen. Okay. Das ist wieder die Frau mit den Scheren. Setze sie klug an. Ja, ich würde jetzt aber gern den nehmen und dann... Das war das Falsche, ich wollte Feuer haben. Oh, warte mal. Ist ein bisschen eng hier drinne. Müssen wir wirklich hier drinne fighten? Ist das der Plan? Ist das... Ich werde nicht nachlässig, das hat nichts mit Nachlässigkeit zu tun. Boing, boing. Uiuiuiui. Wieso hat er denn jetzt wieder auf Feuer gewechselt? Was ist da los? Hä? Deswegen. Ah. Mausrad abgegeben. Deswegen finde ich Mausrad zum Blocken halt einfach dumm, weil du auch dauernd aus in die Waffe wechselst. Musst du echt mal wechseln. Upsala. Jetzt ab zur Kagerie Aussichtsplattform. Ja, gleich. Sehen wir uns hier mal um und verschaffen uns einen. Die Frage ist, worauf blockt man denn besser? Ich weiß auch noch nicht. Ich glaube, mit dem Controller wäre das hier nicer zu steuern. Aber dann, na, wenn du dann zielen musst, ich und ziel mit dem Controller, ist einfach scheiße, ne? Edda mit den Scherenhänden. Aber hallo. Wirklich 3 Stunden? Ja, tatsächlich, wir ziehen das durch. Muss auch mal liefern, gucken. Muss hier ein Programm machen. Aber wenn du müde bist, kein Problem. Legst die nieder, ne? Kommt alles ja wieder auf YouTube. YouTube. So. Okay, ich muss mal eben ein bisschen Objekte kaputt machen, denn wir müssen dringend Zeug auffüllen. So eine Nebenquest oder was bist du hier? Hallo? Früher war das hier alles ein großer Sumpf. Aber sie haben alles zugeschüttet. Deswegen wurde der Schrein hier gebaut, um den Gott des Wassers nicht zu erzürnen. Mhm. Ich befürchte, das hat nicht gereicht, um ihn zu besänftigen. Diese Befürchtung habe ich auch. Moin. Immer einsaugen hier. Was ist das noch? Wir haben noch ein paar Geisterchips herum. Na, ganz hoch. Das wird noch lustig. Na gut. Jetzt nochmal in diese Richtung, ob hier noch irgendwas ist und dann gehen wir doch mal weiter hoch, ne? Ich glaube, von hier kamen wir, oder? Ja, hier sind wir hochgekommen. Okay. Knusper, knusper, Knaser. Wer knecket an mein Waser? Alter, was ist denn wieder los? Das ist ja fast genauso scheiße wie meine Reimkünste hier. Gefällt mir. Grüße gehen raus. Gefällt mir. Knusper, knusper, Knaser. Oh! Okay, lass uns von außen hochklettern. Ja? Halt die Augen nach nützlichen Dingen offen. Ein Seil wäre ganz gut. Oder die Fähigkeit zu fliegen. Hier hat sich echt einiges verändert, was? Keine Ahnung. Hier war ich noch nie. Die Kinder heutzutage. Kinder? Die Frage ist, wie alt ist er? Er scheint ja ein bisschen älter zu sein, weil so Streaming scheint ja noch nicht so sein Ding zu sein. Also das scheint er noch nicht mal gehört zu haben, tatsächlich. Das heißt, er ist ein bisschen älteres Semester, der muss schon ein bisschen länger tot sein. Oder er ist halt wirklich einer, der sich hardcore dem Streaming widersetzt, das kann natürlich sein. Komm schon! Oh, oh. Oh nein! Jawohl!
nur weil ich das ein bisschen rumsaugen will. Oh, mal ein bisschen entspannter. Müssen wir einfach ein bisschen entspannter bleiben, Leute. Was ist denn los mit euch hier? Oh, hallo. Hier dich, das sind noch mehr von denen. Gib mir eine Sekunde. Ich will irgendwas essen. Ich bin verletzt. Was macht der? Er ist einfach erstmal was. Das schaffen wir doch, bis die Kugelchen kommen. Geh mir auf den Sack, die Dinger. Diese eine Tuse da. Die da. Geht nicht kaputt. Stirb doch mal endlich. Meine Fresse. Endlich. Irum, Lektorat, Lektodraht, nee. Irum, Alter, ich muss erstmal lesen lernen, Alter. Irum, Lektodraht, der Fuchs macht's auf besondere Art. Ich würde auch sagen, das. Je nachdem, worauf du das beziehst, stimme ich zu. Geilomat. Der ist ein paar Jahrhunderte schon tot, wenn ich ihn richtig einschätze. Aber dann, wie kommt er dann auf eine DVD-Sammlung vor? Eins nach dem anderen. Oh ja, genau. Heißt ja nicht umsonst Elektronik. Inimine Butterbrot, der Fuchs, der haut sie alle tot. Schwierig. Also momentan hauen die ganz gut auch zurück so. Ich habe wahrscheinlich irgendwas noch nicht so ganz verstanden oder bin einfach zu unfähig. Kann alles sein. Aber noch leben wir. Also wir sind bis jetzt nur einmal gestorben. Noch okay. Hallo, was machst du denn wieder hier? Moin. Kann ich den Moment nutzen zu trinken? Du bist ein ganz feiner bist du. Möchtest du was essen? Ich will sehen, wie du hier was buddelst. Gib mir was zu essen. Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. Alter. Drähte lecken, Geister saugen. Beim Fuchs gibt's Candy für die Augen. Das ist auch sehr gut. Gefällt mir. Ah, er hat was zum Buddeln gefunden. Unfassbar. Ein kleines Beet. Das haben die doch extra für dich hier platziert, damit du buddeln kannst. Direkt neben der Lampe da, die da eingelassen ist. Schätze, hat das Ganze einen Weg gefunden oder er kann sich an frühere Leben erinnern im Sinne der Wiedergeburt. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Wir werden es vielleicht noch erfahren. Krieg ich die vielleicht? Oh, sind wieder zwei. Oh Mann, ich habe keinen Bock auf euch. Das dauert immer so lange, bis ihr tot seid. Ihr seid immer so widerständlich. Boing. Tot. Schade. Das scheint nur auf eine sehr kurze Reichweite zu gehen. Ja. Ein scheiß Kugel. Erstmal die Heilerfrau wegmachen. Oh, war klar. Oh Mann. Bei der darfst du es gar nicht versuchen, das Ding rauszuziehen. Die musst du einfach gleich wegmachen. Die nervt sonst nur. So. Okay. Da machen wir so ein Tröpfchen mal eben fallen lassen da. Nochmal ganz entspannt und mal gucken, wo der Ball ist. Da ist der Ball der Freude. Und wieder die Welt ein Stückchen schöner gemacht. Sind sie zu stark? Bist du zu schwach? Zu schwach. Blaufuchs ist Friend oder was ist das hier? Ja.
Wo müssen wir denn lang? Okay, da lang. Moin! Ach, die saugen da so Geister weg, aber da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Jetzt nicht, ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach oben. Hi. Chillst du rum, hast du hübsche Klamotte an, ne? Den krieg ich, den krieg ich. Den krieg ich. Endlich mal wieder einen schön von hinten entspannt wegmädeln. Noch jemand? Nee, ne? Moin. Eben fix mal eingesaugt. Boxer Fields? Phil, bist du zu voll? Was? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob einer der Witze einfach so schlecht hat oder ob du's ob die Schlechtigkeit sich angesammelt und mir den Kopf weh gemacht hat. Ich bin verwirrt. Verwirrt bin ich. Ein Telefon. Gibt's hier irgendwie als Skill Unsterblichkeit oder so? Marvin Mode? Mein Hirn hat bei den Witzen irgendwie bereits aufgegeben, irgendwas zu verstehen. Kann ich nachvollziehen? Wie man merkt, habt ihr mein Sprachzentrum kaputt gemacht. Wir haben das kaputt gemacht oder haben wir einfach nur so ein traumatisches Erlebnis ausgelöst, das gerade irgendwas getriggert hat, weswegen es temporär defekt ist? Erzähl mal. Ich muss mich definitiv mehr nach Essen umsehen, jetzt wo ich doch so oft auf die Fresse kriege. Wird ja langsam doch öfter mal knapp. Was für ein fruchtbares Erlebnis hier. Alter, ich wünsche euch allen heute noch viele fruchtbare Erlebnisse. Da müssen wir hoch. Guckt euch mal diese ganzen scheiß Reflexionen an. Das ist so irre. I like. Und dann spielen wir am Freitag Ocarina of Time auf Originalkonsole. Warte, ich muss kurz gucken. Moment, Leute, so viel Zeit müssen wir uns nehmen. Ich bin jetzt neugierig. Wir wissen, wo es steht. Ihr könnt so lange schön diese Reflexion hier genießen. Und ich gucke mal eben. Ergebnis ansehen. Oh, ja, bis jetzt, ich glaube, es wird das Original werden. Es überwiegt dann doch deutlich. Deutlich mit 4 Stimmen. Ich sitze hier nur noch vorm PC und lache mich weg. Okay, da gibt mir Futurama Flashbacks. Futurama, oh. Wie das Spiel dann doch dauernd auch so ein bisschen dahin führt, so, ne? Da oben, weißt du Bescheid, ne? Da musst du jetzt hoch. Gut. Whee! Wo bin ich und warum schwebe ich? Ja, das ist die Frage, ne? Fuchs, hast du den Geist gestohlen? Gib ihn wieder her. Also gestohlen, ja. Ja, nee. Ich gebe die auch die ganze Zeit wieder her. Guck mal. Jetzt kann man mal richtig die Weitsicht genießen. Ist gut gemacht. Gut. Klar kenne ich das Lied. Aber nicht den Geist, sondern die Gans. Hallo, also wer kennt denn das Lied nicht? Wie ist das möglich, dieses Lied nicht zu kennen? Das ist unmöglich. Ich glaube, man kann nicht aufwachsen, ohne Fuchs, du hast die Gans gestohlen zu kennen. Das geht nicht. Dass du mir das zutraust, dass ich das nicht kenne, Alter. Enttäuschung geht raus. Gib ihn wieder her. Wir sollten vielleicht mal den Bogen mal benutzen. Vielleicht ist das voll geil. Hier. Bumsen! Bumsen! Geilo. Bisschen vorhalten. Ah, oh, zu weit vorgehalten. Gut. Keine Gnade. Sie verdienen keine. Keine Gnade! Keine Gnade! Bums! Oh oh.
Geil, und wir machen das jetzt nur noch Robin Hood-mäßig. Ist viel einfacher, Mann. So. Jo, oh wow, das tut ein wenig weh. Ich glaube, Tokio ist nichts für mich, wenn ich in solchen Höhen ganz normal... Wenn man in solchen Höhen ganz normal rumläuft. Das ist ganz normal. Auch so, das Geländer ist so nicht mal so groß. Ne? Da kannst du eben so mal eben entspannt rüberlupfen. Richtig chillig. Lecker! Wie sie auch einfach gerade auf dich zugehen. Leichtere Ziele konnte man ja nicht haben. Danke, direkt wieder meinen Bogenskill mal wieder angedisst, ne? Aber ja, recht hast du. Das war wirklich ziemlich leicht. Aber ich will mich nicht beschweren, ich bin schon einmal gestorben. Ich hänge mir jetzt hier keine Sachen mehr groß irgendwie an eine Glocke. Geht nicht. Ah. Kann ich da nicht? Das ist ein Fenster. Ah. Hier ist doof. Na gut. Gehen wir erstmal weiter. Mit dem Bogen wird er noch zum Robin Fuchs. Kein Robin Lux. Nee. Wir bleiben hier fuchsmäßig. Sind wir, das ist das Team. Hallo. Ich komme jetzt von hinten da angeschlichen. Hallo. Will dich jetzt bumsen. Oh, hat ihm nicht gefallen. Eieiei. Alles klar. Gut. Ihm hat's gefallen. Fuchsman und Robin, Alter. Auch schlecht. Oh. Eine kleine Dackterras. Oh, was geht? Ihr seht, der Verfall beginnt, Leute. Ah, wir müssen 42 Minuten. Alter, ich habe nicht gesagt, du bist gay. Ich habe gesagt, ich muss gähnen. Und außerdem, warum ist das unangemessen? Vielleicht ist Siri ja gay. Fragen wir sie. Bist du gay? Es ist unangemessen. Nein. So mit mir zu reden. Sie will es mir nicht verraten. Ich glaube aber schon. Siri ist bestimmt gay. Ist direkt wahrscheinlich so eine Nachricht an Apple gegangen. Da könnte was drin sein. Ja, vielleicht ein Chili Dog. Windkette. Du hast eine neue Gebetskette erhalten. Der Reiter Gebetsketten wurde im Inventarmenü freigeschaltet. Rüste die Gebetskette aus, die du gerade gefunden hast. Also Ciri ist ja wirklich gay. Kann ich leider jetzt gerade, müsste ich jetzt erlauben? Machen wir mal. Gay ist böse, das wird direkt weggeblockt. Also Ciri ist gay. Ja, nicht Ciri, Siri. Ganz bestimmt nicht, hab kein Problem mit Tönen. Umso, aber das geht zu weit. Ach so, und so. Okay, gehen wir mal zu den Gebetsketten. Da, Windkette. Windangriffskraft plus 20. Geilo, mach. Oder das was? Das kann man wohl auch leveln. Da steht Stufe 1. Wie stufe ich die auf? Das kommt bestimmt gleich noch. Da gibt es dann wahrscheinlich Gebetsketten-Energie, die man aus irgendwas herauszieht und dann auch wie chillt und super entspannt er ist. Und so lässig hat er seinen Gürtel hier so runterhängen. Hab ich auch immer. Auch so ein Gürtel mit so einem, ne? Hängt bei mir auch mal so lässig so runter. Aber irgendwie so sieht das eigentlich nicht aus, weil wenn der so da raushängt, dann hat er den Gürtel gar nicht zugemacht, weil das würde gar nicht gehen. Der müsste eher so mit so einer Kurve da hängen. So, das geht ja nur, wenn er offen ist. Oder so eine Schleife noch gemacht hat und die dann runterhängen lässt. Und wer trägt denn seine Tasche so komisch da vorne? Ist das jetzt cool? Ich habe das mal gesehen, eine Zeit lang sind Leute so rumgelaufen, aber das, da hört es für mich auf, wenn man seine Bauchtaschen dann so. Ich werde alt. Ich werde einfach alt. Die steht dir echt gut. Alter, salziges oder süßes Popcorn? Komplett egal, ich bin bisexuell. Okay, der ist richtig nice. Der ist richtig nice. Ich bin, glaube ich, auch bisexuell. Aber ich finde tatsächlich, salziges Popcorn ist leckerer. Das heißt, was ist denn das dann? Wenn man jetzt den Geschmäckern, wenn man salzig und süß ein Geschlecht zuordnen würde, was bin ich denn dann? Dann wäre ich wahrscheinlich eher... Polysexuell. Oh Mann. Ach guck mal, ich habe hier so Marker-Dingsbums-Dinger. Was ist denn das? Erhöht das Tempo beim Extrahieren von Kernen. Zweifache Geschwindigkeit. Das wäre schon nice. Also Kerne erhöhen, beschleunigen, fände ich schon eine richtig nice Sache. Das braucht aber 7. Was ist denn noch mit so Kernen gesperrt? Die normale Zauberkraft-Erhöhungskisterei. Ich glaube,
Das mit den Kernen ist schon sexy, weil das echt lange dauert, Mann. Und dann ist man immer sehr verwundbar. Würde ich tatsächlich machen erstmal. Dann können wir das nämlich dann hochpimpen. Gut. Weiter. Wie schön das Regen aussieht und so, ne? Oh, nice. It's nice. Okay, jetzt sehen wir uns die Stadt an. Wir könnten eines dieser Ferngläser benutzen. Ja. Na gut. Nicht dieses. Das ist voll geschmoddert. Na gut. So. Wo soll ich denn hingucken? Denkst du an den Unfall? Ich wäre da fast gestorben. Du bist da gestorben. Da ist er. Der Typ, der uns entwischt ist. Er geht in die U-Bahn. Er ist runtergegangen. Vielleicht haben die ein Versteck da unten. Diesmal kriegen wir ihn. Hinterher! Betritt den Untergrund von Shibuya. Ja, Moment, bevor wir das machen, bin ich mir ziemlich sicher, dass hier erstmal voll der Punk noch abgeht. Guckt euch das an. Nebenmissionen! Aber gar nicht so viele, 2 Stück. Und hier habe ich irgendwie noch was nicht eingesammelt, offensichtlich. Was ist das? Ein Wachzeichen. Da fehlt mir noch was zum Einsammeln. Oh, ja, ein bisschen was zu tun, ne? Jut, 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 jut. Warte, ich muss schon wieder gehen. Ja, so, jetzt aber los. Ein Geist scheint etwas sagen zu wollen. Und dann hier nochmal einer. Dann nehmen wir erstmal den. Die Frage ist, wird das ganz unten sein? Wird das so mittel unten sein? Wir können jetzt erstmal, wir können ja eigentlich theoretisch. Was ist denn der Geist? Ich will nicht springen, weil das überleben wir nicht. Das werden wir nicht überleben. Am besten direkt runterspringen, genau. Tschüss. Gib mir deine Sachen. Gib sie mir her. Oh, toll. Komm jetzt nicht ran. So, dann gehen wir jetzt wieder runter, gucken uns dabei noch um und ja, sammeln Nebenquests, würde ich sagen, wa? Wie kommt man denn jetzt da rein? Ich will da rein. Nee. Vielleicht mit dem Bogen? Nee, geht nicht. Und von oben da irgendwie rein? Also ich mag ja Salz gerne, aber bei Popcorn mit Salz glitscht mein Geschmackssinn. Ich finde das irgendwie mega geil. Am besten so ein bisschen Butter und Salz. Bei euch im Kino gab es eine Auswahl? Ich bin Großstadtkind, also ja, muss ich zugeben. Ich bin inzwischen ja nicht mehr in Hamburg unterwegs. Früher bin ich ja auch viel in Hamburg durch die Gegend getigert. Ich bin im Grunde ja da aufgewachsen, wenn man mal so sagen will. War jedes Wochenende in Hamburg in meiner Schulzeit. Und da gab es auch die Auswahl. Hier bei uns zu Hause jetzt hier in der Gegend. Nein, da gibt es kein süßes Popcorn. Ah, scheiße, ich muss da jetzt echt wieder runter, ne? Ey, was ist los, Fuchs? Entspann dich jetzt mal bitte. Wie war das mit dem Gleiten? Ist er weg?
Au. Gibt's eigentlich Fallschaden? Weiß das einer? Ich will's nicht ausprobieren. Aber meine bessere Hälfte und ich, Alter, guckt euch das an. Schaut euch das an, wie das Wasser reflektiert. Verdammte Scheiße noch einmal. Ich finde das mega beeindruckend. Wo wir heute technisch so sind, ist einfach krass. Einfach krass. Auf jeden Fall, meine bessere Hälfte und ich gehen sowieso eigentlich in der Regel nicht mehr ins Kino, weil seine Meinung ist, es lohnt sich einfach nicht. Du bezahlst arsch viel Geld. Hast dann meistens ein Scheißbild, beschissenen Ton, nervige Leute um dich herum, musst sauteures Popcorn kaufen und sauteures Getränk. Wenn du das zu Hause, wir haben eine Popcornmaschine zu Hause, wir haben einen riesigen großen Fernseher mit einem guten Bild, wir haben eine sehr gute Tonanlage und eine gemütliche Couch. Und ich bin mit meiner Kollegin trotzdem immer noch oft ins Kino gegangen, aber leider hat er ja jedes Mal recht, wenn wir irgendwelche 3D-Filme, damals war 3D noch ein Ding, ich glaube inzwischen ist es ganz tot, oder? Aber 3D-Filme im Kino, die sind dann immer so dunkel und dann immer so unscharf und keine Ahnung. Das Einzige, wofür ich es nicht missen möchte, ist halt wie gesagt diese Star Wars-Situation, wo dieser dicke, fette Jabba the Hutt neben mir saß. Grüße gehen raus, wer auch immer du warst, ich hab dich gefeiert. Der dann, als Kylo Ren seine Maske abgenommen hat, neben mir mit seinem gesamten Körper am Lachen war, dass ihm die Nachos von der Plauze gefallen sind. Das war bester Mann. Bester Mann, Ehre geht immer noch raus an dieser Stelle für diesen Mann. Ich habe ihn einfach gefeiert. So, ich gehe jetzt da runter, lass mich mal eben wegbumsen. Okay? Seid ihr dabei? Let's go. Wir kommen wohl gerade um. Die Macht war stark in seiner Plaute, das ist korrekt. Besser hätte ich nichts ausdrücken können. Ich hab den einfach gefeiert. Oh, Junge, 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 lass mal stecken hier mit deinem Hackebeil. Ich bin doch nicht tot. Was ist das? Nichts am Seelenretten ist einfach. Tja. Kylo ist Geilo. Ja. Aber halt kein Stück gruselig oder beeindruckend. Der ist halt maximal Geilo. Und lustig ist er. Also auch der echte Typ, der echte Schauspieler ist witzig. Der war auch schon ein paar Mal bei Stephen Colbert zu Gast. Und hat, ja, Humor. Kleinerer Bildschirm, keine Popcornmaschine, keine gute Tonanlage. Also ab und an muss Kino einfach mal sein. Da verstehe ich das voll und ganz. Da kommt mir klar, da komme ich mit klar, dass Kylo nur Geilo ist. Auf jeden Fall haben wir gestern glaube ich, gestern Abend haben wir uns den Sonic-Film reingezogen, den zweiten. Und meine Güte, ist der gut. Unfassbar, wer hätte mal jemals gedacht, dass die Sonic-Filme mal besser werden als die Spiele. In was für einer Zeit wir leben. Aber ohne Scheiß, auch wenn ihr nichts mit Sonic anfangen könnt, superb, der war echt gut. Nicht nur, weil Tails drin ist und der ein Fuchs ist. Auch ohne Tails war es cool. Und der hat dann halt 4,99 gekostet zum Leihen. Bei Prime. Könnte ich jetzt nochmal gucken, wenn ich Bock hätte. Das heißt, ich habe nur 4,99 bezahlt und konnte auf meiner eigenen Couch sitzen bleiben. Hatte ein richtig geiles Bild, richtig geilen Ton. Schön. Mitsubishi! Was ist Mitsubishi? Ach, ein Milchbubi. Wie komme ich da auf Mitsubishi, Alter? Was wie im Japan und so ein Scheiß. Ein Milchbubi. Er hat auf jeden Fall sehr wollüstige Lippen. Hi. Ihr werdet es nicht glauben, aber... Ja? Vor langer Zeit nannte man diese Gegend den Kappa-Sumpf. Hin und wieder hat man hier Leichen geborgen. Die Schuld daran wurde einem Kappa zugeschrieben. Ja. Ich möchte gerne diese Mission verfolgen. Kappa.
Wieso? Ach, irgendwie. Missionen. Nebenmission. Warum ist der Kappa-Sumpf jetzt hier nicht? Hä? Ihr werdet es nicht glauben, aber vor langer Zeit nannte man diese Gegend den Kappa-Sumpf. Hin und wieder hat man hier Leichen geborgen. Ja, weiß ich ja. Die Schuld daran wurde einem Kappa zugeschrieben. Keine Ahnung. Ich geh jetzt einfach mal weiter. Die Mission ist irgendwie da. Weiter oben? Weiter oben. Ich geh jetzt einfach mal hoch und dann finden wir das schon raus. Was der von mir will. Diese lustigen bunten Balls habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Waren wir schon mal hier oben? Ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Die arbeiten halt so viel mit geiler Beleuchtung und so. Guckt euch das an, Mann. Könntest du so aufnehmen als Wallpaper benutzen. Interaktiver Wallpaper. Kann ich nicht lesen, damit gilt das nicht für mich. So, weiter. Hier ist der Kappa-Sumpf hier, guck mal. Hilfe! Bitte! Ich weiß nicht. Da war ein Kappa. Ich habe eine Gurke auf den Süppelberg gelegt. Oh, eine Gurke. Und dann kam es und hat mich geklaut. Jetzt stecke ich fest. Es hat wahrscheinlich dein Shirikodama. Mit Kappas nicht zu spaßen. Ich hole es, keine Sorge. Hast du Gurken? Ja, hier. Gut, die benutzen wir als Köder. Platziere die Gurke. Soll ich mir eben eine Gurke platzieren, damit wir wieder wunderschöne Gefühle bekommen? Immer wieder reinfühlen mit meiner Gurke. Alles klar. Bitte lass es kein Schniedel sein. Bitte lass es kein Schniedel sein. Es ist, für, oh, es ist wirklich eine Gurke. Bitte was? Ich verstecke mich, ich verstecke mich. Oh. Ein Kappa. Und was jetzt? Versteck dich und warte, bis es frisst. Ist ja mega süß. Wir schlagen zu, wenn es abgelenkt ist. Also abwarten. Mit der Geistersicht werden seine Spuren sichtbar. Noch ist es aber sogar gepinkelt oder gepupst. Hat schon wieder gepupst. Ist die ganze Zeit am Pupsen, das Vieh. Voll witzig. Jetzt wird gefuttert. Das ist ziemlich scheu. Wir dürfen uns erstmal nicht sehen lassen. Was hätte ich denn machen sollen? Ich fand, ich habe das gut gemacht. Vielleicht hätte ich warten müssen, bis das Spiel sagt, jetzt darfst du. Ja. Ich warte, bis das Game mir sagt, dass ich das machen soll. Ein Kappa. Versteck dich. Und warte, bis es frisst. Mach ich. Wir schlagen zu, wenn es abgelenkt ist. Also abwarten. Mit der Geistersicht werden seine Spuren sichtbar. Da ist er am Pupsen. Wie es immer so ganz entspannt einfahren lässt, oder? Blubblubblubblubblubblubblub. Ah, ist hier am Rumpupsen, das ist nicht mehr normal. Und weiter. Immer schön schwimmen.
Mein Kopf schmerzt jetzt. Wovon denn? Was ist jetzt wieder los? Waren wir an unsere eigenen Körper gefesselt? Sie sind uns. Sie sind angebissen. Ja. Schleichen wir uns leise an. Verdirbt unsere Seele. Völlig ohne Sinn. Sollen wir diese Ungerechtigkeit einfach hinnehmen? Das arme Kappa. Wir sind unsere Seelen Sklaven, meine Irre. Hier ist ein Shirikodama, Kleiner. Jetzt kannst du wieder weg, oder? Hört mich, ihr wandernden Stimmt, hast recht. Ab jetzt hältst du dich von Yokai fern. Mach ihn! Vielen Dank! Tschüss! Von den dummen Aussagen meines Bruders. Grüße gehen raus an deinen Bruder. Harte Schale, weicher Kerl. Ja. Keine Ahnung, was du meinst. Aber ist Testosteron ein Steroid? Ich hab Pikachu wieder nicht mehr folgen. Ihr macht das schon, Leute. Diskutiert das mal eben aus, ne? Ich möchte nachher bitte einen 5-seitigen Aufsatz darüber. So. Das ist schon ziemlich cool. Gut, dahin. Bit. Ethan Momen. Ein Geist scheint etwas sagen zu wollen. Er ist ganz da oben. Schon müssen wir wieder hochgehen. Ich renne heute nur in diesem Einkaufszentrum rum. Noch weiter hoch. Ganz da oben. Dann müssen wir nochmal wieder durch. Oh. Was ist das? Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Fettsack da. Na, Digga, wie geht's dir? Immer schön die Plauze aufgesammelt. Hallo. Gut, sollte jetzt sicher sein. Empfindest du etwa sowas wie Mitgefühl? Aber mein Bruder ist heute ganz besonders hochbegabt. Dann gehört er ja perfekt hier in die Runde eigentlich. Hier sind nur die Hochbegabten am Start. Ich führe sie an mit meiner extrem Hochbegabtheit. Das muss man schon ganz klar... Ach, das ist wieder der helle Fahrstuhl. Der Fahrstuhl der Freuden. Oh. 10. Stock? Das ist aber neu, oder? Das hatten wir doch noch nie. Machen wir einfach mal. Mal gucken, wo es uns hinführt. Alter, ich dachte gerade, hä? Aber klar, das spiegelt wieder. Wie cool! Also hier war... Doch, hier waren wir, alles klar. Es gibt auch jetzt einen Riesenweg. Hui! Moin! Da ist der Geist! Frauen produzieren mehr Testo als Östo. Echt jetzt? Okay, krass. Jo, ich weiß, wo das produziert wird. Und übrigens nicht nur da, weil Frauen auch Testo im Körper haben, sogar mehr als Östro. Ich komme mir vor jetzt wie im Biologieunterricht. Jetzt geht's aber los. Ich fange gleich an, euch von den Bienchen und Blümchen zu berichten. Die tanzenden kopflosen Schüler. Okay. Ein von KK verfasster Bericht über Social Media Posts, die von kopflosen Schülern handeln. Er wird dir zusätzliche Fertigkeitspunkte für Geisterkräfte gewähren. Hm. Nice. 20 Fertigkeitspunkte. Wie geil ist denn das? Du solltest jetzt neue Fertigkeiten lernen können. Ja, ich weiß, das war der Plan, aber dann drücke ich immer Tab und verkacke. Was lernen wir denn jetzt mal? Das wäre natürlich schon nice. Ich würde es tatsächlich sogar jetzt rausballern, obwohl Damage Output natürlich auch eine feine Sache ist. Bei meinem Feuer hier erhöht den Explosionsradius. Erhöht Explosionsradius. Reichweite erhöhen. Was haben wir hier noch? Erhöht das Angriffstempo. Erhöht die Anzahl der Windstöße bei aufgeladenen Angriffen mit Wind auf 3.
Verringert die Aufladezeit für aufgeladene Angriffe mit ätherischen Weben. Es ist schwierig, ne? Es ist schwierig. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal hier echt auf diese Extraktion gehen. Nahkampfkernangriff. Du kannst gegnerische Kerne in der Nähe greifen und zerstören. Kann nicht von Gegnern unterbrochen werden. Das ist cool. Jetzt sind sie schon wieder weg. Danke. Danke. Nutze es weise, Kleiner. Ja, Weisheit und ich, das widerspricht sich einfach ein bisschen. Das solltest du aber auch wissen. So, dann geben wir eben mal wieder unsere Dinger da noch aus. Sehr schön. Dann gehen wir mal in Richtung unseres Ziels. Es ist dort. Ja, gleich. Hi, was ist los? Ein weißes Staubtuch hat mich angegriffen. Okay. Du bist ein Geist, du kannst nicht atmen. Oh. Ja. Aber ein weißes Tuch? Tücher machen sowas nicht. Es ist kein normales Tuch. Nicht, wenn es Geister angreift. Und dann gib doch irgendetwas, bitte! Ich hab Angst, dass es mich noch umbringt. Keine Sorge. Geister können nicht sterben. Aber es klingt, als sollten wir der Sache nachgehen. Mhm. Betritt den Untergrund. Ah, nee, fang das Itamoben. Na, dann mal los. Wo muss ich hin für das Itamoben? Diese Richtung. Lasst uns das Itamoben fangen. Ich bin aufgeregt, ihr seid aufgeregt. Uppala. Bin auf die falsche Seite gegangen. Gebt ruhig zu. Im Sprung eben weggemeddelt. So, wie sieht's denn hier aus? Sieht jemand das Itamoben? Könnte natürlich auch weiter unten sein, ne? Geilo! Das ist ziemlich cool. Stand da gerade was mit Stromkabel? Stand da gerade irgendwas mit Stromkabel? Jetzt ist halt die Frage, müssen wir weiter runter? Weil Geräusche sind ja da oben wahrzunehmen. Das ist bestimmt irgendwo hier. Was ist das? Gefunden. Frage ist, wie kommen wir da ran? Oh. Moin! Muss da irgendwie ran. Ich denke mal, das geht über einen Sprung oder so. Müssen bestimmt springen. So einen kleinen, gechillten Sprung.
erstmal hier auf das Dach drauf. So, von hier aus dann darauf. Oh. Oh, ich kann immer gleiten, wenn ich gedrückt halte. Das ist ja praktisch. Da ist es. Ja, das muss ein Ethan-Moment sein. Es hat uns nicht bemerkt. Komm, wir schleichen uns an. Jag ihm einfach hinterher, bis es stehen bleibt. Oh. Es ist betäubt. Das ist unsere Chance. Tja, haben wir es wieder. Ja, geilo. Und das war nicht nicer. Jetzt müssen wir nur den Weg wieder zurück zur Dame. Ita-Moment eingefangen. Wie es aussieht. Wir müssen jetzt da Bescheid sagen. War das die hier? Oder gilt das als fertig? Kappa. Ich weiß das nicht. Ist das jetzt erledigt oder was? Sieht so aus. Ist weg. Gut. Ist mit grünem Gras oben auf dem Dach drauf auch interessant. Das ist der Bahnhof. Ich habe den Bahnhof gefunden. Hi. Da ist er. Cool. Und hier hören wir Musik. Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Nebenquest. Da ist noch eine. Der blutrote Mond. Ich würde sagen, da schnell reisen wir dann sogar mal hier hin. Komm schon. Dankeschön. Schnell reisen. R. Ja. Lass mal eben machen. Dann können wir einfach mal wieder speichern. Hab ich schon lange nicht mehr gemacht. So. Dahin. Moin. Ich habe nicht aufgepasst. Junge! Es geht irgendwie nicht mehr. Bitte zeig mir das zu Ende. Hoch, runter, so, so. Oh, da oben wieder, okay. Alter, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? 10 Minuten noch. Die schaffen wir noch, komm. 10 Minuten können wir noch hin, Leute. Ich muss noch mehr von ihnen retten. Ja, die 3 Stunden mache ich jetzt noch voll. Für mein gutes Gefühl. Und dann werde ich einfach direkt ins Bett fallen. Und dann, wenn ich mich ins Bett fallen lasse, wird mir wieder einfallen, oh nein, du wirst gleich einschlafen. Und nachdem du einschlafen warst, wirst du um viel zu früh wieder aufstehen, um ins Freibad zu fahren, um morgens früh in der Kälte zu schwimmen. Und nachdem du diese Tour der Freuden, das ist echt sehr erfrischend, hinter dir hast, gehst du dir einen Kaffee reinorgeln, einfach so einen Kaffee ins Gesicht, Arschloch reingeld direkt. Dann chill ich hier noch so kurz 10 Minuten, dann radel ich los zur Arbeit und dann weiß ich, dass dort dieser, ich hab's vorhin schon angesprochen, dieser Haufen, dieser Scheißehaufen, der ist größer als ich und trocknet schon langsam unten fest. Der wartet dann auf mich. So schön. So wunderschön. Aber ja. Alles wird gut.
Was waren wir jetzt am machen? Ich wollte hier, muss hier irgendwo runter. Oh. Ist das ein guter Plan oder ist das kein guter Plan? Ich krieg meinen Bus sonst nicht. Auf geht's. Oh, läuft doch. Hoppala. Das war ziemlich nice. Das ist ja cool. Ist das wirklich bei denen so? Es ergibt ja voll Sinn. Das ergibt ja voll Sinn. Spring nicht! Doch, es ging. Ich höre ein Handy, aber wo? Hallo? Ist da KK? Das hoffe ich doch sehr. Ed, noch eins seiner Diktiergeräte. Ich muss mehr über die Lage Shibuyas erfahren. Könntest du dieses kuriose Mondphänomen untersuchen? Ich versichere dir, es ist äußerst wichtig. Dazu brauche ich verschiedene Daten. Du musst Messwerte an mehreren Standorten auslesen. Ich habe die Ausrüstung schon vorbereitet. Im Schließfach hinter dir, 252. Ich zähle auf dich. Ich zähle auch auf dich, 252. Klingt lästig, als müssten wir viel durch die Gegend laufen. Voll schön. Wow, der kommandiert gerne rum, was? Mhm. Ja, das ist Ed. Aber wenn er so darauf besteht, muss es wichtig sein. Der blutrote Mond. So, wo ist jetzt hier die 252? Lass uns erstmal das Schließfach ansehen. Ja, ich bin dabei. Kombination 252. Doch noch nicht. Doing. Doing. Jetzt aber. Das ist die Ausrüstung. Was ist das? Ist das eine Uhr? Sieht aus wie eine Uhr. Was ist das für ein Teil? Wahrscheinlich so eine Art Messgerät. Schnallst dir einfach an den Arm. Sieht für mich aus jetzt wie eine Uhr. Jetzt brauchen wir nur noch freie Sicht auf den Mond. Vielleicht auf ein Dach? Analysiere den Mond. 0 von 3. Ja, dann gehen wir erstmal auf dieses Dach, würde ich sagen. Schauen wir mal. Respawnen die Gegner eigentlich wieder oder bleibt alles tot, was man tot gemacht hat? Das Gebäude sieht hoch genug aus. Da müssen wir wohl jetzt drauf. Mhm. Soweit, so gut. Aber wie? Ich glaube, ich habe den richtigen Weg gefunden. Oh, hallo! Oh. Siehst du was? Nee, jetzt nicht mehr. Die haben mich einfach aus dem Gebäude geprügelt. Das war nicht sehr nett. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, will ich die auch alle fertig machen. Komm. Okay. Das kann zwar nicht unterbrochen werden, wenn die mich bumsen, ne? Aber wenn da trotzdem zwei stehen, die danach die auf die Fresse hauen, ist das zu viel. Ich dachte, das wäre jetzt der Trick. Nah rangehen, wegmeddeln und dann den nächsten, weißt du, aber nee, klappt nicht. Wahrscheinlich so eine Art Messgerät. So eine Scheiße. Ja. Kackendreck. Jetzt brauchen wir nur noch freie Sicht auf den Mond. Weiß ich doch. Wieder zurück zu diesem Gebäude. Zack. Vielleicht auf ein Dach. Also der aggressive Nah-Ran-Plan, nein. Hatte ich mich jetzt aber auch gewundert. Ich meine, nur weil man Sport macht, Hosen trägt und etwas ungestümer ist, ist das doch eine völlig normale individuelle Lebensart. Ich glaube, ich bin dem gesamten Gespräch nicht mehr gefolgt. Also ich mache auch Sport.
Hosen trage ich auch. Das sieht hoch genug aus. Das machen aber die meisten von uns. Da müssen wir wohl jetzt drauf. Ungestüm, weiß ich jetzt nicht. Ob ich jetzt, glaube ich, würde ich jetzt nicht so unbedingt behaupten. Ich glaube nicht. Aber ich würde schon sagen, ich habe eine völlig normale, blaufüchsig bekloppte Lebensart. So, ihr kleinen Loser. Ups. Alter, sind das viele. Richtig nervig, Mann. Jetzt wird der Bomst! Hinter uns her. Ich weiß. Oh nein, daneben geballert. Scheiße. Oh nein. Nee. Na, oh. Mann mit dem Sonnenschirm. Reiß dir deine Innereien raus, ja. Tüp, tüp, tüdelü. Oh, hi. Lass mich mal ein bisschen entspannen. Oh mein Gott. Die nerven richtig, die Mädels hier. Das sind die Schlimmsten, ey. So. Nu ist aber Ruhe jetzt hier. Gut. Schauen wir uns erst einmal um. Eins nach dem anderen. Da sind noch mehr Geister. Grünes gibt uns dann so, genau, gibt uns das Energie. Rotes gibt uns, vielleicht muss man das Rote doch kaputt machen oder es gibt diese Feuerenergie. Deswegen tut das auch kein, macht das kein Damage. Kann das sein? Bin ich einfach nur ein bisschen dumm? Aber das haben, die Dinger haben hier so verschiedene Farben. Das hier ist so, glaube ich, mehrere Sachen auf einmal. Genau, das schimmerte in zwei Farben. Alter, ich habe sehr lange gebraucht, um das zu verstehen. Jetzt habe ich das verstanden. Was bist denn so Blassfuchs? Hast du etwa einen Geist gesehen? Alter, ihr macht mich fertig, ey. Aber guck mal hier, das füllt meine Wasserkraft auf. Ah, ist ja voll clever. Hab ich aber lange gebraucht, zu verstehen. Hab ich aber sehr lange gebraucht, um diese Connection hinzukriegen. Das ist ja schon fast ein bisschen extrem peinlich jetzt so, ne? Das hätten wir mal auch vorher auffallen können, ne? Deswegen war das gar nicht so schlimm, dass ich die Explosion... Ich habe mich gefragt, warum es nicht so schlimm ist, wenn ich die Explosionsdinger kaputt haue. Ja, ganz klar. Das gibt mir diese Feuerkraft. Aha. Ja, geilo. Weißt ja jetzt Bescheid. Voll dumm, Mann. Gerade das, was mir am meisten Spaß macht, habe ich jetzt nie genommen, weil ich immer dachte, das tut Schaden machen. Tut mich weh. Gut. Hallo, kann ich dich eigentlich hauen? Nee. Ich glaube, dann haben wir hier unten alles, oder? Ich glaube, ja. Eben nochmal da hinten checken. Wo bin ich? Du bist in einem kaputten Haus. Oh, meine Ohren! Oh, alles klar. Judy, das ist ja schon wieder so weit. Scheißdreck. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier speichern können. Oh ja, es geht. Schön. Wir können sogar speichern. Verrückt. Meine Lieben, der Hahn, er hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann jetzt an dieser Stelle für heute erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei allen, die hier bis zum bitteren Ende mit dabei gewesen sind. Auch Kurin. Danke, dass du noch bis zum bitteren Ende durchgehalten hast und hier schön wieder brav heute moderiert hast. Ehre. Wir sind zwar immer alle sehr brav und es gibt nicht viel Moderationsaufwand, aber trotzdem ist es immer ehrenhaft. Ich bedanke mich herzlichst.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Also es macht schon Laune. Es hat ein bisschen... Wenn man alle Nebenquests und so macht, dann ist schon ein bisschen grein, die bis jetzt, aber... Es macht ja irgendwie auch Bock und die Geschichten sind ganz nett. Auch wenn es meistens irgendwie, hole da ein Objekt, hole da ein Objekt, hole da ein Objekt. Die Main Story ist schon spannender. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt, ne? Wir sehen uns gerne, wenn ihr Bock habt, dann am Freitag für den Ocarina of Time Marathon wieder. Also Freitag, Samstag, Sonntag wahrscheinlich. Könnt ihr gerne reinschalten, taucht danach aber natürlich auch auf YouTube auf. Und ansonsten nächsten Mittwoch, dann geht's erstmal hiermit wieder weiter. Bis dahin, Leute, euch noch eine schöne Restwoche. Kommt gut zu liegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikorsky. Euer Blaufuchs. Bis denn. Tschüss.